herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Mod-Vorstellung, und zwar der Mod Arbeitsplan. Der ist insbesondere im Multiplayer sehr, sehr hilfreich. Schaut an, hier an der Seite gibt es jetzt so ein neues Icon, der Arbeitskalender. Und ich habe jetzt schon einen Eintrag hier drin. Und da können wir jetzt einfach einen neuen Eintrag hinzufügen. Warum ist es im Multiplayer so genial? Ja, weil, stellt euch vor, ihr seid derjenige, ihr seid so der Kopf des Hofes und ihr habt drei andere Mitarbeiter. So seid ihr nicht die ganze Zeit online, habt irgendwie 15 Felder und ihr habt euch ganz spezielle Gedanken gemacht, was soll da jetzt rein, wie möchte ich den Hof so weiter planen, beziehungsweise vielleicht besprecht ihr das auch alles gemeinsam, aber irgendwo muss man es halt festhalten, damit es für jeden jederzeit wieder einsehbar ist, weil so nach einer gewissen Zeit kann man das ein oder andere schon mal wieder vergessen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach sagen, okay, Feld 10, da habe ich jetzt aktuell Weizen drin und ich plane, da dann Sonnenblumen reinzumachen. Und dann die ganzen Arbeitsschritte, Kalken pflügen, Mulchen, Walzen, Düngen, auch jetzt mit was ich düngen möchte. Zum Beispiel, ich möchte hier mit Gärreste düngen. Einen ersten Schritt. Und einen zweiten Schritt möchte ich dann mit Gülle düngen oder einfach nur mit Kunstdünger. Oder ich möchte den ersten Schritt mit Zwischenfrüchte, also beispielsweise Ölrettich machen. Kann man das hier eintragen? Erledigt erstmal auf Nein. Dann, ja, wenn man nicht gepflügt hat, dann wird Striegeln auf alle Fälle notwendig sein. Wenn wir rechtzeitig striegeln, ist Spritzen nicht notwendig. Und Steine lesen ist natürlich auch notwendig. So, Mulchen ist eigentlich immer und Walzen eigentlich auch immer. Sage ich Eintrag hinzufügen, dann habe ich den Eintrag jetzt hier drin. Und hier sind dann einfach schön aufgelistet eure 15 Felder jetzt angenommen. Da kann dann jeder, der auf eurem Hof ist, im Multiplayer reinschauen und sieht dann, was ist wo schon gemacht und was ist noch nicht gemacht. Und wenn es nicht mehr weiß, was sollte jetzt noch mein Feld 10 rein? Ah, sieht er hier, Sonnenblumen hat er gesagt, sollen da rein. Okay, dann gehe ich jetzt mal Sonnenblumen säen. Und wenn er das gemacht hat, kann er hier bearbeiten und kann dann sagen, okay, ich habe es gesät und gleichzeitig danach habe ich noch gedüngt. Also ist der Arbeitsschritt erledigt, Änderung speichern. Dann kommt der nächste eine Stunde später auf den Server, schaut, was ist jetzt gemacht und kann sich dann dementsprechend die Arbeit machen. Klar, so gewisse Dinge kann ich auch hier rauslesen, also wo ist jetzt was gemacht? Benötigt irgendein Feld Kalk? Liegen irgendwo Steine drauf? Klar. Das könnt ihr ganz individuell für euch nutzen. Ganz interessant finde ich auf alle Fälle, was ist aktuell drauf? Was soll danach drauf? Und wie soll gedüngt werden? Und auch eventuell, wie soll das Unkraut bearbeitet werden? Das sind so die Hauptthemen, die man da drin festhalten kann, damit es für jeden klar ist. Wir auf unserem Community-Server haben das Ganze in der Excel-Tabelle. Ich würde sagen, unsere Excel-Tabelle ist noch ein bisschen cooler, weil wir haben das monatlich aufgeschlüsselt und können dann sagen, okay, im Monat Mai muss der Arbeitsschritt erledigt werden. Der kann dann farblich markiert werden. Das fehlt hier in der Mod. Vielleicht auch noch so einen kleinen Verbesserungsvorschlag für die Mod. Wenn ich hier ein Feld hinzufüge, habe ich hier alle Felder zur Auswahl. Eigentlich wird reichen, wenn ich das Feld, was mir gehört, wenn ich nur die in der Liste sehen würde. Aber ansonsten ist es eine sehr geniale Mod, die euch da vor allem im Multiplayer ziemlich viel erleichtern kann. Kommt von KR Softwares. Vielen Dank dafür. Link zur Mod ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr die braucht, holt sie euch und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao!